So, weiter geht's. Kennt einer diesen Rennfahrer? Einfach mal eben zu. Der beste Rennfahrer aller Zeiten. Vielleicht liest du mal ein Buch oder so. Jimmy Gibbs Junior, yeah. Dieser Mann ist Amerikas größter Reichtum. Für den würde ich mein Leben geben. Amen. Coach anscheinend auch. Nicht nur ich würde mein Leben geben für Jimmy Gibbs Junior. Na, ich würde sagen, wir nehmen wir eine Shotgun. Ne, für den Nahkampf haben wir eigentlich genug. Wir sollten mal in Gang kommen. Wir sollten mal in Gang kommen. In diesen Gang sollten wir langsam mal kommen. Dass sie sich immer auf den Toiletten aufhalten, ey. Die haben alle eine Konformantenblase. Aber ich glaube auch, ich werde, nachdem wir hier fertig sind, auch erstmal schön gepflegt auf Toilette gehen. Vorsicht oben. Was habt ihr denn? Habt ihr sowas schon mal gesehen? Jimmy Gibbs. Oh, langsames Gehen. Unnötig. Gehen wir schon mal in den Aufzug? Nein, wir gehen eben mal kurz in diesen Raum. Geh sterben. Geh sterben, Alter! Ah, ich bin blutbesudelt. Geil. Kommt rein und jetzt geht's los. Mir fällt da was ein. Hab mir gedacht, Jimmy Gibbs Auto ist ja noch irgendwo hier. Wir suchen's, tanken's auf und fahren damit voll durch bis New Orleans. Das Auto ist nicht irgendwo, das ist hier vorne. Der Kleine hat eine Idee. Versuchen wir's. Ich wette, der Tank ist leer. Bevor wir hier abdampfen, müssen wir erst tanken. Scheiße. Sobald die Türen aufgehen, rammelt ihr los und sucht Benzin. Wir rammeln los. Ja, wir rammeln los. Auf jeden Jimmy Fall. Gibbs Junior, das ist für dich. Jimmy Gibbs. Ach, ich muss ihn ja hier reinmachen. Treibstoff einfüllen. Wuhu. Geht sterben, bitte. Danke. Dass sie alle im Weg stehen müssen, ey. Ja, das wird anstrengend genug, vor allem sobald die Tanks kommen. Zu zweit war das immer gut, da kam immer nur ein Tank. Und dann waren wir eigentlich schon schnell genug fertig. Jetzt am Anfang ist es ja noch relativ ruhig, ich meine, ich bin jetzt auch gleich schon bei 3. Ich nehme nochmal eine Rohrbombe mit. Gegnerischer Angriff. Ja, nein, wer soll sonst angreifen? Brauchen noch 5! Brauchen noch 5, okay. Das kriegen wir hoffentlich hin. Alright. Und wieder den gleichen Weg laufen. Folgt mir. Oh Gott. Ich habe keinen Bock auf Tanks. Absolut nicht. Und... Nee. Charger. Heute nicht. Schon irgendwo ein Tank rum, ich hoffe nicht. Okay, noch 3. Doch, tut er. Scheiße, Alter. Der verfolgt mich jetzt auch garantiert, weil ich am nächsten dran bin. Ah, tut mir leid, Leute, aber ich muss leider jetzt gerade ein... Nee. Heute nicht. Komm, heb auf. Verpiss dich.
Habt ihr den Tank mittlerweile tot? Sehr gut. Oh, hier fliegen überall Eingeweide rum, ey. Schrecklich sowas. Gut, dass hier nicht irgendwo noch Witches oder so rumrennen. Das wäre schrecklich. Gut, weiter geht's. Nein! Okay, schnell runter. Danke, Rochelle, dass du mitgekommen bist. Wenn ich dich sonst eigentlich nicht besonders mag in diesem Spiel. Das ist ein besonderer Moment. Oh ja, das ist es. Ein besonderer Moment. Leute, folgt mir bitte. Ich habe Angst alleine. Im Dunkeln. Unter Zombies. Fashion Girl! Big Fashion Girl. Was hängst du da so rum? Erstmal die Beine brechen, indem ich hier runterfall. Oh, schön, ey! Leute, hallo, helft mir mal. Oh, ihr seid so talentiert, ne? Wisst ihr das? Jetzt darf ich mich erstmal verbinden. Und eigentlich hätte ich das Ganze auch besser lösen können von Anfang an. Ich hätte die Dinger schon alle runterwerfen können. Hab ein. Ja, jetzt ist zu spät. Okay, alle einsteigen. Ah, wir sind ja schon fertig. Okay. Gut, dann können wir jetzt ja losfahren. Komm her, Nick. Es ist Zeit. Oh yeah. Gut, die erste Kampagne haben wir schon mal geschafft. Vielen Dank fürs Zusehen. Das geht dann nächstes Mal weiter mit dem... Ich weiß es gar nicht. Mit dem Jahrmarkt, genau. Die Überlebenden konnten fliehen. Überlebende Coach als er selbst. Rochelle als sie selbst. Nick als er selbst. Invisible Futility. Beziehungsweise Iman LP. Oder Life als Alice. Ja. Gesamtzeit 38 Minuten. Okay, ich kann jetzt schon mal sagen, ich habe ja immer gesagt, ich mache immer Part für Part, aber mache daraus insgesamt 2 Parts, jetzt aus diesem ganzen Kapitel. Ja. Okay. Getötete Jockeys, ja. Ich natürlich wieder vorne bei gewöhnlichen Infizierten, muss ja sein, wenigstens Schaden erlitten. Das meiste war bestimmt am Ende von dem komischen Jockey und zwischendurch einmal von dem Tank im zweiten Kapitel. Kopfschüsse. Oh, war ich auch nicht ganz schlecht. Okay, es wurden aber einige Zombies verletzt. Das finde ich schade. Okay, vielen Dank fürs Zusehen. Bewertet gerne den Part und bis zum nächsten Mal. Tschüss.